So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun haben wir Mr. Quinn getötet, müssen jetzt ein Video runterladen für T-Bone. Das beweist, dass der Bürgermeister die eine umgelegt hat. Und die anderen werden bald da sein. Deshalb muss ich mich wohl doch etwas beeilen. So, entkommen Sie aus dem Hotel. Geile Scheiße. An alle, ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen Scheiße. geschickt. Ach du heilige Scheiße. Jawohl. So läuft die Geschichte. Hier. Tiefgarage. Scheiße, krieg ich nicht auf. Weg hier. Komm ich hier rein? Nein, klasse. Woo! Yeah, genauso habe ich mir's erhofft. Dass ich hier keine Chance habe zu kommen. Ah, Geld oder was? Danke für die Zukunft. So. Platz da. Platz da, ihr Säcke. Boot, 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 Boot wäre was. Da ist ein Boot. Verfolgung aufgenommen. Es ist Verfolgung los. Verdächtiger nimmt den Kanal. So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter auf See. Er flüchtet zu Fuß. Klasse. So. Das war's dann wieder. Alter. Haltet sofort ein Boot an, ihr Wichser. Help! Help! Scheiße. Der Helikopter kommt wieder, die Sau. Dreht er ab. Kann ich untertauchen, so wie Assassin's Creed-like? Weil ich habe jetzt gerade gar keinen Bock, wieder in den Leuchtturm zu schwimmen, ne? Der Helikopter, der ist echt viel Arsch. Zentrale, der Typ ist weg. Wir kommen zurück. Hallo. Hallo. Hört Stimmen. Ich bin ja auch ich, wohin der steht, Junge. Erklär mir, wie du nicht wissen konntest, dass dieses Flittchen Clara, die war, die uns verkauft hat. Wovon redest du denn? Auf jeden Fall bin ich mal entkommen, das ist ja schon mal ein guter Anfang, ne? Für diese Folge. Ich tausche sie gegen deine Schwester. Ist das nicht rührend? Ich finde es verdammt traurig. Junge. Wohl ausspielen lassen. Geh mal weg vom Steuer. Ich mein's ernst. Halt sie da raus. Oh Gott, wir sind keine Partner mehr. Alles ist möglich. Warum Damien? Warum hat sie ihn angerufen? Okay. Wo bist du, Clara? Na los. Jetzt müssen wir, so wie es aussieht, die Clara retten. Ach so, beeilen Sie sich, um Clara zu retten. Hier sind wir zwei Witzbolde hier. Wie soll ich... Wie soll ich mich bitte beeilen? Hallo, ich bin mitten auf See und der Typ geht nicht vom Boot weg. Beeilen Sie sich, um Clara zu retten, ja. 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 Wenn ich mal an Land bin und ein Fahrzeug habe, dann geht das auch ein bisschen flotter. Nur ich muss erstmal an Land kommen. Ich hoffe, der kann da hochkrabbeln und erst eine Leiter suchen. Hallo, das ist ein sportlicher Mensch. Oh Scheiße, das ist glaube ich doch ein bisschen hoch. Ach so. Na dann.
Als ob es hier stehen sollte, das Motorrad, ne? Das ist schon ein Zufall. Kann ich Schnellreise machen? Ha. Ha. Alter, ist hier weit weg. Hat's dafür, macht's da. So. Oh, Schleichweise. Autsch. Das war das Schienbein. Das Schienbein war das. Ein Motorrad ist halt eine gute Idee, jetzt um schnell dahin zu kommen, vor allem weil ich durch die komplette Stadt muss. Ja. Liebe Kinder, bitte macht das in der Wirklichkeit nicht nach. Nur in dem Spiel. Oh Gott. Ja. Gewisse Dinge? Jetzt sagt mir, das Ding ist im Arsch. Oh nein. Ja, gewisse Dinge sollte man nicht zu Hause machen. Dies gehört definitiv zu diesen Dingen. Genauso wenig sollte man wie Aiden gerade auf einem brennenden Motorrad fahren. Es könnte etwas warm im Schritt werden und zur Impotenz führen. Wenn nicht gar zum Tod. Oh Mann. Ich stehe schon wie Arzt ab. So. Ui. Der Tunnel. Unter der Stadt. Da 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 da. So. Rein. Und wieder rein im Tunnel. Ich darf jetzt nur nicht mehr viele Unfälle bauen, weil ansonsten nicht laufen. Weil das Motorrad hält nicht mehr lange durch. Ja, das Motorrad brennt, Leute. Das ist kein Dieselrauch, das brennt. So. Aiden, ein paar Wagen vom Club sind in deine Richtung unterwegs. Aiden, was hast du getan? Alter. Jo, und rechts darf ich auch noch rennen, oder was? Alter. Ah, okay, Gott sei Dank. Oh, nee, nicht Gott sei Dank. Sag nicht, ich bin zu spät, ein paar Sekunden oder so. Clara! Alter, werd ich grad sauer. Okay, das war's mit Fokus. So. Das war nicht ein Killer. Ein Killer hat den anderen Killer. Elendig. Oh Gott, ist das traurig. Clara! Oh Mann, krieg ich gerade eine Gänsehaut. Hallo Aiden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh Gott. Als ich dich das erste Mal sah, spieltest du mit Jackson Schach im Park.
Ihr beiden wart sehr traurig nach der Beerdigung. Ich konnte sehen, wie sicher er sich bei dir fühlte. In unserer Welt verstecken wir uns im Dunkel hinter Monitoren. Nur da fühlen wir uns sicher. Es reicht nicht zu sagen, dass ich nicht wusste, dass Leben auf dem Spiel standen. Oder dass es nur ein Job war. Ich dachte, wenn ich dir helfe zu heilen, Antworten zu finden, vielleicht würde ich mich auch heilen. Aber ich kann nicht. Hoffentlich können wir noch reden, wenn das alles vorbei ist. Oder wenn nicht. Oh Gott. Vielleicht kann ich verschwinden. Das kann ich sehr gut. Kein Weg zurück. Mission beendet. Was habe ich getan? Alter. Das habe ich Clara angetan. Und das alles läuft auf Erpressung hinaus. Ein 6 Jahre altes Mädchen stirbt, weil ein alter Mann seine Geheimnisse schützen will. Und Blum? Die können sagen, was sie wollen, aber ihre Hände sind blutig. Keine Geheimnisse mehr. Okay. Es ist Clara. Sie ist... Vergiss sie. Du hast genug andere Sorgen. Sie ist tot. Oh, nein. Ach, Gott, verdammt. Ich bin auf dem Rückweg. Zeit, die Sache zu beenden. Oh ja. Das sehe ich genauso. Oh, scheiße, ist das traurig. Ah, da kann ich aber schnell reisen, ne? Das ist gut. Wir müssen das Ganze jetzt beenden. Sim, verlierst du, Mensch. Alter, was traurige Mission? Titel hier. Die Musik im Hintergrund, das ist ja ein Heulkrampf. So, jetzt wird der Bürgermeister bloßgestellt. Es ist doch okay, wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir quitt. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fixer im Nacken spüren. Ja, ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt keinen Beweis, dass Blum ihren Tod arrangierte. Ach, ey. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Oh Gott. Krumme Geschäfte. Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen, ich habe nur Bell irgendwas verstanden. Bellwether. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Weißt du was, Aiden? Das mit Clara tut mir leid. Mir auch. Mir auch. Ist alles scheiße. Hm? Egal, kann der Gedanken lesen? Oder hört er mich vielleicht sogar? Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Ja, ja. Sure, you want to upload files. Ja, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder laden wir es hoch.
Oder wir töten den Bastard einfach. Moment, mehrere Blumenmanager zu einer Reihe Sex eine Videos befragt werden, die Frau nicht online gestellt werden. Okay. Obwohl das Gesicht der Polizistin auf dem Bandvideo nicht erkennbar ist, obwohl die Polizei ihre Dienste einfach hoch. Schon dreist der Typ. Ganz fies. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Hm. Tja, Bürgermeister. Man soll eben keine Menschen töten. Menschen töten ist schlecht. So. Ein Anruf. Was haben wir? Nach allem, was wir erlitten haben, gibst du einfach alles weg? Was hast du getan? Bist du irre? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Ja. Lies mal die Zeitung. Du nein. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm halt. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Oh, ja. Aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. Oh mein Gott. Radio aus hier. So, aber würde ich sagen, suchen wir ihn in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.